Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Video und heute gibt es Sonnenschutz wieder im Angebot. Ich hätte nicht gedacht, dass ich von der Firma mal was vorstelle, denn mein Bruder arbeitet, seit es Sheen in Läden gibt, ich habe jetzt nicht geguckt, wie lang das ist, also schon einiges, arbeitet mein Bruder für die Firma. Ich will euch jetzt nicht irgendwie mit geschichtlichem Hintergrund belästigen, das ist auch gar nicht so wichtig. Auf jeden Fall arbeitet mein Bruder für die Firma und ich kenne die Produkte schon sehr lange und es ist sehr bezeichnend, dass ich nie was vorgestellt habe, denn ich mochte auch eine Zeit lang das Marketing überhaupt nicht. Sie haben schon immer mit ohne Gedöns geworben und die Sachen waren beduftet mit deklarationspflichtigen Duftstoffen. Es war Plastik im Produkt drin. Wenn du schon so ein Marketing wählst, dann verarschst du halt auch den Endkonsumenten. Das ist inzwischen nicht mehr so, muss ich an der Stelle auch sagen. Ne? Ich weiß jetzt nicht, seit 2 Jahren oder so, kann man bei den Produkten auch sicher sein, dass da jetzt auch kein Plastik mehr als Inhaltsstoff verwendet wird. Acrylate und Co., ihr wisst ja, Mikroplastik. Jetzt stimmt dieses kein Gedöns schon eher. Aber damals hat mich das wirklich geärgert. Ich dachte mir immer, wie kann man so ein Marketing wählen und dann doch nicht danach gehen? Das ist ja eine Täuschung am Endkonsumenten. Aber da ist Jean and Len nicht schlimmer gewesen als alle anderen, weil alle anderen haben das auch gemacht. Das musste irgendwie in die Spielregeln geschrieben worden sein. Keine Ahnung. Aber mich hat das schon mega gestört. Und deswegen, ich wollte hier nichts schlecht machen und ich fand die Produkte von Jean and Len nie so, dass ich irgendwie gesagt habe, oh, wenn ich das würde jetzt vorstellen. Es war auch nie irgendwie eine Skincare dabei, die irgendwie vorstellungswürdig gewesen wäre, weil es halt eben alles irgendwie so stark beduftet war und auch ist. Von Shampoo habe ich keine Ahnung. Sie haben Shampoos im Sortiment. Ich habe so meine Shampoos, die ich verwende, die ich ganz gut vertrage. Und da würde ich jetzt heute auch nicht mehr zu sowas stark beduftenden greifen, weil ich halt eben schnell fettende Haare habe und da Duftstoffe eher kontraproduktiv sind. Es gibt dennoch diese Sonnencreme, die hat die Shen ja schon vor Monaten vorgestellt, wenn nicht sogar Jahren. Ja, es sind Monate, sagen wir mal Monate dazu. Und ich dachte mir immer, ah, ich probiere die mal, aber ich habe immer so diesen Hintergedanken gehabt. Und dann war da halt auch mal was irgendwie mit einer Mitarbeiterin intern und die hat mich nicht so richtig gut behandelt, weil man erwartet ja schon irgendwie, wenn der Bruder in der Firma arbeitet, dass die Kommunikation da ein bisschen besser läuft und die war recht herablassend. Ich sehe genau, du hast noch nicht abonniert. Falls du das noch nachholen möchtest, unterstützt du mich, unterstützt meinen Kanal. Das kann man übrigens auch mit dem Daumen nach oben machen und vielleicht hast du ja Bock, irgendwas in die Kommentare ranzuhauen. Falls du richtig gut drauf bist, kannst du auch eine Kanalmitgliedschaft abschließen. Was bringt dir das genau? Gar nichts. Ich schaffe es leider nicht, da irgendwie mehr Videos hochzuladen. Aber vielleicht können wir es ja so regeln, dass du vielleicht vorzeitig in meine Videos reingucken kannst. Da gibt es nämlich eine Funktion bei YouTube. Also, falls du Bock hast, danke für die Aufmerksamkeit. Tschüss! Und da hatte ich dann hinterher irgendwie nicht mehr so den Bock. Aber heute verstehe ich das und hatte ein bisschen mehr Einblick. Und ich habe eine Ausbildung als Social Media Marketing Managerin hinter mir und habe einfach seitdem gelernt, dass Influencer zum Teil Unternehmen ganz schön verarscht haben. Dass wir da keinen guten Stellenwert mehr haben, muss ich wohl irgendwie akzeptieren. Aber nun gut. Diese Sonnencreme hat die Shen ja schon vor zig Monaten, wie schon erwähnt, mal getestet. Und ich habe sie mir jetzt mal geholt, 50 plus. Ich weiß den UVA-Schutz nicht. Also ich fände es immer geil, wenn Unternehmen hergehen würden und den UVA-Schutz auch so ein bisschen veröffentlichen würden. Generell sagt man aber durch 3, dann bist du ungefähr. Ich habe unten in der Infobox eine Briefwaage. Falls du nicht weißt, und das rate ich immer, wenn man sich ein neues Produkt kauft, weil man da ja das Volumen nicht so gut kennt und nicht weiß, was ungefähr ein Gramm ist,
wiege es einmal ab mit einer Briefwaage, die kostet nicht die Welt. Meine habe ich dir unten in die Infobox gepackt. Und dann kannst du ungefähr schauen, was ein Gramm ist. Und beim nächsten Mal gehst du halt nach Augenmaß. Also so genau mache ich das jetzt auch nicht. Das ist hier ein Produkt. Ich finde es jetzt nicht schlecht generell. Ne? Also es bröselt bei mir auch nicht vom Gesicht. Ich muss aber an der Stelle auch sagen, ich verwende kein Make-up. Manche Produkte harmonieren eben mit dekorativer Kosmetik überhaupt nicht. Also bei der kann ich mir vorstellen, dass die nicht so viel Probleme macht, weil die eher so ein feuchtes Finish hat. Und die trocknet auch auf der Haut nicht so an. Also ich habe schon die ganze Zeit so ein bisschen speckige Haut. Die habe ich jetzt auch. Ne? Also ich habe sie jetzt auch drauf. Aber sie geht eher so in die feuchte Richtung. Also man hat wie so einen feuchten Film auf der Haut. Mag ich jetzt nicht so, muss ich sagen. Also da, wenn ich mich entscheiden müsste zwischen speckig und feucht, dann mag ich es lieber, wenn es dann doch ein bisschen speckiger ist, weil dann liegt es eher auf der Haut drauf. Ne? Also man verschmiert das, habe ich das Gefühl schon, weil die zieht bei mir nicht richtig ein. Das tut sie die ganze Zeit nicht wirklich gut. Aber ja, also sie lässt sich gut verteilen, sie ist unbeduftet und ich habe euch natürlich auch wieder einen Swatch, also wie sie sich auf der Haut verhält, weil das hat man sich bei mir einfach gewünscht. Der Preis ist auch in Ordnung. Ne? Ich meine, ich muss an der Stelle echt auch sagen, bloß weil bei mir die nicht so richtig in die Haut reingehen möchte, probier es trotzdem aus. Ne? Also Cremes sind so individuell und agieren so individuell mit deiner Haut, dass es sich einfach lohnt. Ne? Also da gibt es ja mehrere Faktoren, die irgendwie da reinspielen können. Ihr wisst aber, ich würde mir die jetzt nicht mehr nachkaufen. Zum einen, weil die bei mir nicht 100%ig performt und weil einfach inzwischen auch schon bessere Produkte rausgekommen sind. Aber ich finde es schon mal gut, dass sie ein 50-Plus-Produkt rausgebracht haben, das unbeduftet ist und was von den Inhaltsstoffen auch korallenfreundlich ist. Da darf man auch nicht mehr so viel drauf schätzen, weil das ist halt auch pures Marketing. Das ist pures Marketing, ne? Also, naja, aber so läuft das Game eben da draußen, das Skincare-Game. Und mit meinen Videos möchte ich da halt so ein bisschen aufklären. Ich weiß nicht, ob es mir gelingt, aber dennoch versuche ich es eben. Ich habe euch natürlich auch von der ganzen Sache dann, ich habe es aufgetragen, um euch zu zeigen, wie es frisch auf dem Gesicht aussieht. Es ist bei mir einfach so, ich gucke nicht jeden Tag, wie viel ein Gramm ist. Ne? Also ich bin da relativ manchmal auch zügig, je nachdem, wie lange ich irgendwie mich draußen aufhalte, weil zu krass bin ich auch nicht drauf. Wenn ich weiß, ich bin den ganzen Tag nicht draußen oder die Sonne scheint nicht oder so, dann bin ich da nicht so 100%ig genau. Und wenn es schnell gehen muss am Morgen, dann sowieso nicht. Aber die musst du auf jeden Fall setzen lassen. Bei mir setzte sich nicht so gut. Es kann sein, dass er bei dir sich besser setzt, je nachdem, was du eben auch an Skincare aufgetragen hast. Bei mir ist er allerdings wirklich kein Nachkaufprodukt. Auch wenn mein Bruder noch für Jean & Len arbeitet und das schon eine ganze Weile schon. Noch heißt man, ich habe einen älteren Bruder und der wird dann nicht mehr super lange arbeiten. Aber dennoch, ja, kennt ihr das Produkt? Habt ihr Erfahrungen mit dem Produkt gemacht? Wenn deine Erfahrungen, das ist ganz, ganz wichtig, wenn deine Erfahrungen andere sind wie ich, die jetzt gemacht habe, schreibt mir die bitte unten in die Kommentare. Dann, wie schon erwähnt, wir sind individuell und es lohnt sich einfach immer, zum einen das Produkt auszutesten und bei jedem performt es dann einfach auch anders. Und der Zuschauer kann entscheiden, probiere ich das mal aus oder probiere ich es nicht aus? Weil die ist, glaube ich, gar nicht mehr so richtig im Fokus. Und bei mir war sie eben auch nicht mehr im Fokus und ich habe die bei einer Bestellung einfach mal gesehen und gedacht, nehme ich mal mit, teste ich jetzt einfach mal aus. Wir haben hier 50 Milliliter, irgendwie scheint es gerade so in zu sein, dass Hersteller 30 Milliliter nur noch rausbringen, vereinzelt noch 50 Milliliter. Und ich weiß nicht mehr den Preis auswendig, ich habe mir euch ja auch eingeblendet, ich glaube grob 9 Euro ist okay, ist okay. Ich habe schon teurere Sachen vorgestellt, wo man sich auch denkt, da wird mir ja halb arm, wird man davon nicht. Also wenn die für dich performt, ist es auf jeden Fall eine richtig gute Sache. Bei mir leider eher nicht. Also,
Ich würde euch darauf hinweisen, dass ich euch unterm i noch eine ganze Playlist habe mit Sonnenschutz. Vielleicht ist da auch irgendwas für dich dabei. Ich melde mich an der Stelle ab, sage danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Tschüss!